Hey, willkommen zurück zu einem neuen Video. Immer mal wieder wird mir die Frage gestellt, Lisa, wenn du jetzt in die Welt der Nischendüfte einsteigen würdest, welche Düfte könntest du denn empfehlen oder welche würdest du als erstes nehmen? Und ich kann es total verstehen, weil ehrlicherweise, es gibt so viele unterschiedliche Düfte. Also habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach Düften für Frauen, Unisex-Düfte und für Männer, um mal ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, welche ich testen würde. Dabei geht es vor allem darum, dass die Düfte von der Komplexität her einfach nicht zu hoch sind, sodass einfach der Start in die Nischenduftwelt gut funktioniert. Und ich hoffe, ich habe auch für dich den perfekten Einstiegsduft mit dabei oder wenn du schon in der Welt der Nischendüfte mit drin bist, trotzdem vielleicht eine Inspiration. Der allererste Duft, den ich dabei habe, ist von Maison Micalef, der Glamour. Und ich würde sagen, das ist wirklich so ein klassischer, schöner Nischenduft für alle Frauen, also es ist tatsächlich ein femininer Duft, die Alien mögen. Das ist ein wirklich intensiver Duft. Hoppla. Ein sehr intensiver Duft, wie ich finde. Der hat eine super Haltbarkeit. Der ist süß. Und dann kommt sehr, sehr schnell die Blüten mit rein. Das ist wirklich ein süß, blumiger, femininer Duft, der wirklich super zu tragen ist und sehr einfach. Und wie gesagt, in so eine Richtung wie ein Alien geht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ah, habe ich im Schrank, dann probier auf jeden Fall mal den Glamour aus. Haltbarkeit, wie gesagt, top. Sillage auch. Also der hat wirklich Bums. Sorgsam auftragen. Ansonsten kann es sein, dass du den Menschen um dich herum wirklich schnell auf die Nerven gehst. Ist wirklich so ein Immergeher, dieser Duft, wenn man eben wenig aufträgt. Also wenn du den ins Büro tragen willst, sparsam. Ein Sprüher reicht dann vielleicht. Und dann wirst du richtig lange Freude daran haben. Ist wirklich ein schöner, schöner Duft und legt sich ganz toll auf die Haut mit Sandelholz und Vanille. Ich finde, die Vanillenote kommt wirklich ganz toll raus. Ist einfach schön samtig, hat auch so einen gewissen Sexappeal und ist einfach ein richtig, richtig schön femininer Duft. Wir bleiben in der etwas femininen Richtung erstmal. Und so habe ich von Parfums de Mali, nein, nicht die Delina, sondern Meliora mit dabei. Für alle, die jetzt sagen, hä, warum Meliora? Ich finde, es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Duft. Die Delina ist ja wirklich auch ein Klassiker. Das heißt, wenn du von Delina noch nichts gehört hast, schau da auch gerne mal nach. Das ist definitiv auch ein blumig-fruchtiger Duft, der wirklich sehr, sehr gut funktioniert, auch für den Einstieg. Aber ich habe heute mal Meliora mit dabei, weil ich das auch wirklich einen super schönen Duft von Parfums de Mali finde. Der startet sehr fruchtig und man riecht wirklich im ersten Riechen schon eine richtig, richtig gute schwarze Johannisbeere raus. Das heißt, es ist fruchtig, süß, aber auch leicht sauer. Und wir haben hier unterschiedlichste Beeren mit drin. Und das finde ich bei dem Duft so schön. Wenn du rote Beeren magst und dieses fruchtig-süße, dann könnte wirklich Meliora sehr, sehr gut für dich geeignet sein. Ich finde auch, dass sie wirklich unkompliziert zu tragen ist und sich ganz, ganz toll entwickelt. Mit so ein bisschen Tee-Vibes nochmal mit drin. Ist nicht zu intensiv, obwohl, ich meine, es ist Parfums de Mali, ne? Wir haben hier schon eine gute Intensität. Aber da haut es dir jetzt nicht die Birne raus. Für mich auch ein super, super Alltagsduft, der eben dieses säuerliche Süße von der schwarzen Johannisbeere vom Anfang immer beibehält. Super, super schön zu tragen. Wir bekommen auch hier auf jeden Fall Blüten mit rein. Wir haben Rose, wir haben weiße Blüten, wir haben Ylang Ylang. Und ich finde aber trotzdem, in der Kombination mit diesem fruchtig-blumigen, werden diese Blumen nicht zu schwülstig. Und deswegen finde ich, dass Meliora wirklich ein super Alltags- und Einsteigsduft ist. Und dann im Verlauf eine schöne Vanille. Der hat so ein bisschen Sexiness, ist aber nicht so schwer wie hier Glamour, wie der erste Duft, den wir gerochen haben. Sondern den kannst du wirklich mit ganz ruhigem Gewissen im Alltag tragen. Für mich wirklich ein fruchtig, blumig, süßer, aber erfrischender Duft, der immer geht. Schön feminin. Und weil ich weiß, dass viele Vanille oder eben diese Vanillenoten in Düften total gerne mögen, dachte ich, nehme von Crayon mal den Vanilla CEO mit. Weil das ist jetzt kein so ein klassischer, schwerer Vanille-Gourmand-Duft, wo man vielleicht sagt, puh, schwierig, sondern ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Duft, der immer geht, den du auch super ins Büro tragen kannst und der aber tatsächlich auch einen eher femininen Touch hat. Ja, wir haben da schon im ersten Riechen was Süßes, aber Vanille. Schon im ersten Riechen wirklich ein super, super schöner Vanilleduft. Unterlegt auch mit weißen Blüten. Der hat Charme, der hat was Feminines, der hat was leicht Verspieltes. Und ist nicht zu aufdringlich. Ich wollte jetzt keinen so einen klassischen Gourmand-Duft mitnehmen, weil ich dachte mir, könnte für den Einstieg vielleicht ein bisschen too much sein. Aber wenn du Vanillenoten magst, dann könnte wirklich der Vanilla CEO was für dich sein, weil der ist nicht
zu penetrant, nicht zu süß, sondern hat eine super schöne Vanilleorchidee mit drin und bekommt im Verlauf eben auch holzige Noten in der Basis mit rein, was den Duft super, super tragbar macht. Hat auch ein bisschen Sexappeal, wie ich finde, ist aber auf jeden Fall von der Performance zurückhaltender als Glamour auf jeden Fall und Meliora auch. Sehr fein, feminin, hell, freundlich, super unkompliziert zu tragen, dieser Duft. Und freundlich und hell ist definitiv auch der Perseus von Parfums de Mali. Das ist ein sehr cooler Duft, der ja noch gar nicht so lange auf dem Markt mit drauf ist. Auch ein Duft, und damals in der Vorstellung, als ich den euch vorgestellt habe, habe ich es schon gesagt, ein Duft, der der breiten Masse gefallen wird. Das ist ein recht unkomplizierter Duft von Parfums de Mali, wie ich finde, der auch super für die heißen Tage oder auch für den Frühling geeignet ist. Super für den Alltag. Ah, weil der einfach, ach, der ist so schön erfrischend, schon im ersten Riechen. Und auch hier, das finde ich ganz schön, wir haben schwarze Johannisbeerknospe tatsächlich mit drin, in Kombination mit Grapefruit. Das heißt, es ist zitrisch, es ist frisch, es ist leicht bitter, aber eben auch sauer. Und das ist eine richtig coole Kombination. Mit Mandarine, schön saftig, wirklich. Das ist ein super unkomplizierter Duft. Und die Besonderheit bei diesem Duft ist, normalerweise sind eben so zitrische, frische Düfte von der Performance her höchstens mal Durchschnitt. Aber dadurch, dass es sich bei dem Perseus um einen Duft von Parfums de Mali handelt, haben wir einfach die Parfums de Mali Intensität und die Parfums de Mali Haltbarkeit vor allem, weil klar, der Duft, der ist jetzt nicht so, dass er sich komplett durchsetzt, aber du hast lange was davon. Der hält sich super lang auf der Haut. Und das ist definitiv ein Unisex-Duft. Und auch hier im Verlauf auf jeden Fall Hölzer mit drin. Machen den Duft schön, schön abgerundet. Setzen den sehr, sehr gut. Und ich finde, der hat immer so einen leicht unreifen Touch mit drin. Also unreife Früchte oder die grüne Schale von Früchten eher. Das mag ich total gerne. Sehr erfrischend, sehr zitrisch. Und richtig, richtig guter Einstiegsduft. Ja, und wenn wir bei Parfums de Mali sind, darf der nächste nicht fehlen. Das ist so einer der bekanntesten Einstiegsdüfte, würde ich jetzt mal sagen. Der Leighton ist einfach ein Klassiker von Parfums de Mali. Und ich kann den wirklich nur jedem Mann ans Herz legen. Das ist ein toller Duft, der auch bei Frauen wahnsinnig gut ankommt. Wenn du den Duft zum Einstieg in die Nische das erste Mal riechst, dann wirst du schon sagen, boah, krass. Krasser Duft. Also ich finde, das ist wirklich schon ein besonderer Duft und dennoch eignet er sich perfekt für den Einstieg. Ist auf jeden Fall ein sinnlicher Duft, wie ich finde. Bis heute, obwohl ich so viele Düfte schon gerochen habe, ist das einer meiner absoluten Favoriten. Wenn den Duft ein Mann trägt, dann weiß ich, da ist auf jeden Fall Geschmack da. Ich mag den einfach so gerne. Ah, das ist schöner grüner Apfel in Kombination mit Lavendel. Schon im ersten Riechen verführerisch, unterlegt mit fruchtigen, saftigen Nuancen. Das ist so ein cooler Start, dieser Duft. Wahnsinn. Der ist würzig, der ist süß. Auch hier haben wir Blüten mit drin. Und liebe Männer, lasst euch davon nicht abschrecken. Wirklich, das ist so ein schöner, cooler, maskuliner Duft. Wirklich, der ist zum Anbeißen, wie ich finde. Da kommt nämlich sehr, sehr schnell auf jeden Fall eine trockene, holzige und eben eine würzige Note mit raus. Wir haben eben Hölzer, wir haben Kardamom, wir haben Patchouli, rosa Pfeffer eben in der Basisnote. Und das macht den Duft eben ein bisschen trockener, ein bisschen maskuliner. Und dazu im Kontrast eine schöne, vollmundige Vanille, die aber eben maskulin hier auf jeden Fall interpretiert ist und eingesetzt ist. Es ist einfach ein wahnsinniger Duft mit einer richtig guten Sillage und die Haltbarkeit ist bei dem Leighton einfach phänomenal. Er ist einfach so ein All-Time-Favorite und ich glaube, den Duft wird es immer geben und der Duft wird immer geliebt werden, weil er ist einfach so, so toll zu riechen. Ich würde aber trotzdem sagen, obwohl er so besonders ist oder auch so ein Lavendel vielleicht nicht so das Typischste für einen Einstieg ist, ist er wirklich richtig gut für den Einstieg in die Nischenduftwelt geeignet. Wir kommen zu der wunderschönen Marke Nuit Nomade und da kann ich dir auch nur den Tipp geben, wenn du neu im Nischenduftgame bist, es lohnt sich definitiv, sich mal die Düfte von Nuit Nomade anzuschauen. Da sind nämlich einige dabei, wo ich sagen würde, die eignen sich ganz gut, um mal in die unterschiedlichen Duftrichtungen auch so reinzuschnuppern. Ne? Die haben halt was Gourmandiges, die haben was eher Frisches und die haben hier mit dem Sunbleached wirklich einen sehr, sehr tollen, sauberen, weißen Leinenduft, den ich im Sommer wirklich super finde und ich mir auch vorstellen könnte, dass der ganz, ganz vielen Menschen gefällt. Geht auch eher in eine etwas feminine Richtung, wie ich finde, aber jetzt sprühe ich den erstmal auf.
Ich habe den Duft lange nicht mehr gerochen. Und jedes Mal, wenn ich den dann aufs Neue rieche, denke ich mir einfach, wie kann man so einen schönen Duft bitte herstellen? Das ist ein heller Duft, da ist Leinenakkord auch mit drin. Das ist ein Duft, der eben an einen heißen Tag erinnern soll, wo Leinenwäsche in der Sonne draußen an der frischen Luft trocknet. Und so riecht das auch. Wir haben hier weiße Blüten mit drin, der ist frisch, der ist cremig, das ist auch so ein bisschen wie Sonnenmilch, die man aufträgt. Das ist ein Duft, der legt sich so, so schön auf deine Haut, perfekt für den Alltag. Wenn es heiß ist, du trägst den auf, du fühlst dich sofort erfrischt und frisch. Der Sunbleached ist für mich wirklich einer meiner All-Time-Favorites. Ich habe nochmal einen dabei, den riechen wir gleich, das ist auch ein All-Time-Favorite, aber der geht in eine andere Richtung. Egal, zurück zum Sunbleached. Toller, toller Alltagsduft, super schön zu riechen, sehr sauber, ein bisschen reinlich, ohne dass da irgendwie alte Hüte mit drin sind oder ohne dass es an Spülmittel oder so erinnert. Also bitte nicht falsch verstehen. Der ist aber weiß. Der ist cremig, der ist hell. Ah, das ist ein super, super schöner, gefälliger Duft. Also schön, schöner Duft. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und ich habe es gerade schon angekündigt, auch der nächste Duft ist tatsächlich auch von Maison Mikalev, aber es ist der Ylang in Gold. Und ja, auch das würde ich sagen, ist wirklich ein super schöner Einstiegsduft, der eine leichte Kokosnote mit drin hat. Aber ich sprühe erst mal. So schön. Im ersten Riechen so ein bisschen zitrisch, aber schon süß, blumig, vollmundig, elegant, feminin. Wenn man den Duft trägt, da hält man was von sich. Da hat man sich gerichtet, da fühlt man sich wohl mit diesem Duft. Der ist auch cremig, der umschließt sich richtig schön und verbindet sich richtig, richtig schön mit deiner Haut. Und wir haben eben so leichte Kokos-Vibes auf jeden Fall mit drin. Wir haben hier auch Blüten mit drin, die haben schon ordentlich Bums, aber in Kombination mit Kokos und eben so einer cremigen Vanille wird auch der so ein bisschen ja, Sonnencreme-mäßig. Der Duft ist auch einem Tag am Strand gewidmet. Der hat nämlich auch so Goldpartikelchen mit drin, die schön glänzen in der Sonne, wenn es auf deine Haut drauf scheint. Es ist ein Duft, der hat auf jeden Fall Power, auch mehr als der Sunbleached. Von dem Duft hast du wirklich auch lange was. Der hat eine super, super tolle Haltbarkeit und ist aber einfach vollmundiger, runder, hat eben was süß, blumig, vanilliges, cremiges. Also ich finde, es ist wirklich ein Traum. Auch ein sehr, sehr femininer Duft. Feminin ist auch der nächste, bevor der letzte nochmal in eher eine maskuline Richtung geht. Und zwar ist es der Sunset Hour von Goldfield & Banks. Und für alle Männer, die da draußen jetzt zuschauen, Goldfield & Banks hat auch den Pacific Rock Moss, der eher in eine aquatische, grüne Richtung geht. Also aquatisch steht im Vordergrund, aber wir haben so leicht moosige Nuancen mit drin. Schau bei dem Duft auf jeden Fall mal vorbei. Der ist super. Übrigens Unisex-Duft, auch für alle Frauen, die eher so ein bisschen aquatisch frische Düfte mögen, könnte der Pacific Rock Moss auf jeden Fall was sein. Ich habe mich heute mal für den Sunset Hour entschieden. Das ist ein sehr fruchtiger, auch sommerlicher, wunderschöner Duft, wie ich finde. Ah, schon im ersten riechen fruchtig, süß, Himbeere, Birne, Mandarine. Ein super schöner Fruchtcocktail, ohne zu synthetisch zu sein. Deswegen habe ich jetzt auch mal den Kirke oder auch den Erbapura nicht mit dabei, weil ich mir dachte, mit so Synthetik könnte man am Anfang auch selber fordert sein. Ich finde, bei dem Sunset Hour ist das wirklich eine sehr authentische Fruchtigkeit. Wunderschön. Und auch hier, das finde ich ganz schön, kommt Mango mit rein. Sehr, sehr schön, wie das untermauert wird. Und auch hier was Cremiges, was leicht Kokosartiges. Ein super, super Duft, gerade auch für den Hochsommer. Ich habe den wahnsinnig gerne auch am Strand getragen. Gerade wenn es so heiß ist, trage ich oft sehr gerne, gerade tagsüber, sehr unkomplizierte Düfte. Düfte, die mich nicht so herausfordern. Und ich finde, der Sunset Hour, das ist wirklich ein sehr gefälliger Duft, der einen einfach den ganzen Tag richtig, richtig gut begleitet. Und er erfrischt auch schön. Also super schön fruchtig und für mich im Gegensatz zu Meliora, der ja auch fruchtig, blumig, süß ist, so ein bisschen cremiger. Also ich finde, der Sunset Hour hat so eine cremigere Konsistenz, da ist ja auch Kokoscreme drin, was einfach ja wie so eine sehr, sehr gut riechende Bodylotion schon fast ist. Ich finde es ganz, ganz toll, wirklich sehr schön zu riechen. Auch hier im Verlauf Hölzer in der Basis,
die einfach dieses Cremige und die dieses Fruchtige so ein bisschen auffangen, sodass der nicht zu quietschig wird, aber sehr feiner Duft. Toller Duft, kann man entweder tagsüber tragen an warmen Jahreszeiten oder auch abends. Hat auch so Potenzial zum Weggehen, ist auch so ein bisschen sexy, so ein bisschen zum Anbeißen. Große Liebe mit dem Sunset Hour. Und zu guter Letzt habe ich den Hangover Meditation von Emile Elise mit dabei. Das ist auf jeden Fall auch beim Stichwort Meer, Urlaub, der richtige Duft. So viel kann ich schon mal sagen. Frisch, blau, aber auch synthetisch. Für mich aber ganz, ganz toll komponiert. Macht mir bei dem Duft nichts aus, dass der synthetisch ist. Der hat blaue Meeresvibes, wie ein richtig, richtig gutes Aftershave. Und deswegen ist super, super unkompliziert zu tragen. Also im Gegensatz zu dem Perseus haben wir hier zwar auch zitrische Noten mit drin, aber nicht ganz so bitter. In dem Perseus haben wir eben diese Grapefruit mit drin, die eben so was Bitteres mit reingibt. Hier haben wir eher, und das ist eine super Kombination, im ersten Riechen frisch, blau, synthetisch und jetzt kommt aber Apfel und eine leichte Zimtnote mit rein. Aber natürlich ganz anders komponiert als beim Leighton. Der Leighton, der ist schon eher ein bisschen vollmundiger, kräftiger. Der Hangover Meditation ist eher so der ganz kleine Bruder. Der geht wirklich in eine komplett andere Richtung. Das ist ein Freshie, das ist ein aquatischer Duft. Übrigens natürlich auch für Frauen geeignet, die einfach dieses aquatisch Frische mögen, ist aber natürlich klassischerweise eher ein Duft, der von Männern sehr gerne getragen wird. Aber auch hier, also entscheidet für euch selbst, was ihr am meisten mögt. Für mich der Hangover Meditation auch definitiv ein absoluter Alltagsduft, auch super für die wärmeren Jahreszeiten und wirklich ein verlässlicher Begleiter. Wenn du dich frisch geduscht fühlen möchtest, dann ist der auf jeden Fall die richtige Wahl. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich auch für dich einen perfekten Duft mit dabei habe, damit du in die Nischenduftwelt einsteigen kannst. Und falls du schon längst drin bist, würde es mich mega interessieren, was denn dein erster Duft aus der Nischenduftwelt war. Das finde ich immer mega spannend und wie das so für dich war, als du den das erste Mal gerochen hast. Als ich das erste Mal in die Nischenduftwelt eingestiegen bin, habe ich tatsächlich von Inicio den Absolute Aphrodisiac gerochen und meine Nase war komplett überfordert. Deswegen habe ich den jetzt erstmal nicht mitgenommen. Das ist schon ein krasser, sexy Duft und ich dachte mir so, Hilfe, was ist mit Parfüm bitte los? Was ist da möglich? Und ich habe gemerkt, es gibt keine Grenzen. In der Nischenduftwelt gibt es einfach so viele besondere, einzigartige Düfte und deswegen bin ich davon so begeistert und ich freue mich, meine Liebe mit euch teilen zu können. Und umso mehr freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Alles Liebe, bis dahin. Ciao, ciao.